Dort, wo keine Schleuse die Finsternis vom Licht trennen mag, wandelt ein Funke durch die Schatten. Er führt euch in die Irre, zwischen faulem Fleisch und lautlosen Schreien zieht er dich herab, tief in das dunkle Herz, wo auch der Funke am Ende erlischt. Der Funke wirft einen Schatten, ein Mann in langer, weiter Hose und langem, weitem Hemd, die einen sagen gestreift, die anderen schwarz. Der Mann in weiter Kleidung besitzt keine Stimme, und doch hört man sein Flüstern in den Aufzügen von Green Imperial. Eveline soll auf seine Brust gewebt sein, seine Haare vor Alter ausgefallen und sein Gesicht im Schatten versunken. Junges Blut soll folgen dem Lied des alten Herren in langer, weiter Kleidung. Nach den Kindern greift er unter der Decke, nach der kalten Ferse und zieht sie aus den Betten. Eine blutrote Spur führt in den luftlosen Raum, dort, wo du keine Stimme hast. Wo Leben in der Dunkelheit verloren geht und kein Echo mehr deinem Herzschlag folgt. Dort nährt er sich vom Fleisch, dem Fleisch der Folgenden und Unschuldigen. Und der alte Mann wird zum Schatten, sodass er niemals gefunden werden kann. Der Schattenfresser, der Pyjama-Mann. Synchronisierung mit der Ostara wurde unterbrochen. Was war das? Hallo? Ich habe doch irgendwo mein Funkgerät hingelegt. Alles klar. SZ, hier Kjell Stormansson, könnt ihr mich hören? SZ, hier Kommandant Kjell Stormansson, bitte komm. Da ist doch irgendwas. Das kann doch nicht sein. Hallo? SZ, hier geht's Amazon, bitte komm. Was ist hier? Da stimmt was nicht. Echo-Systeme überprüfen. Kompletter Systemausfall aus Dara. Warum funktioniert das nicht? Ich versuche mit der Ostara zu synchronisieren. Der Zugriff wird mir jedoch verweigert.
Echo, Vita Signature Scan. SEZ, hier kommt jetzt Thomason. Melde seltsame Geräusche an Bord der Caterpillar Ostara. Hier scheint das Licht an zu sein. Jemand im Maschinenraum. Was war das? Es kommt von oben. Echo, kannst du das reparieren? Bin dabei. Ich brauche einen Kommunikationsaufbau zur Rest der Truppe. Data sagt, sie sind verbunden. An Bord dieses Schiffes? Sowohl an Bord der Ostara als auch synchronisiert mit der Verbindung nach Grimhex. SZ, hier Kommandant Kate Stommerson, bitte komm! Gehen wir in den Modul 1. Besser, wir überprüfen die Module über die Alley. Echo? Modul 01 Access von den Mannschaftsräumen. Versiegeln. Die Schotten sollten dicht sein. Dann überprüfen wir das Ganze von oben.
Ist das alles leer? Also Zeit hier, Kids, da muss er bitte kommen. Das kann doch nicht sein. Synchronisation mit Ustara und Grimax wieder stabil. Es kamen einige Nachrichten der SEZ rein. Das Treffen mit Zitko von den Yellowhands wurde bestätigt. Er wartet in Everest Harbor auf dich. Du musst ihm nur noch ein Codewort zukommen lassen, wie er an deine Kammer klopfen soll. Zudem gibt es wieder Meldungen von verschwundenen Kindern auf Grimax. Die Häufung dieser Ereignisse ist beunruhigend. Richtig. Vielleicht gibt es den Schattenfresser doch.